Am 12. Mai feiert der Löschzug Ludwigsfelde sein 80-jähriges Jubiläum. Ja. Wann ist alles los? Ja, so sieht's aus, liebe Zuschauer. Die Freiwillige Feuerwehr Ludwigsfelde, insbesondere der Löschzug Ludwigsfelde, feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Gründungsjubiläum. Und aus diesem Grunde feiern wir am 12. Mai hier bei uns auf der Wache um 13 Uhr unseren Tag der offenen Tür und unseren 80. Geburtstag. Was gibt es als Programm? Ja, die Ludwigsfelder kennen uns. Wir haben die Messlatte im Laufe der Jahre ja ziemlich hochgestellt und wir haben ein großes Programm wieder zusammengestellt. Wir bieten das ganze Spektrum der Feuerwehrarbeit. Wir zeigen also den Containerbrand, wir zeigen den Pkw-Brand, unseren Fettbrand natürlich, was natürlich auch mal interessiert, Verkehrsunfälle. Rahmenprogramm für die Kinder, na klar, immer mit dabei. Kindermalen, Kindermalstraße haben wir mit dabei. Wir haben auch einen kleinen Kinderwettbewerb, den will ich hier aber noch nicht benennen. Wir wollen ja ein bisschen Neugierde schaffen. Wir haben natürlich auch eine Hopseburg da und andere Fahrgeschäfte, wo die Kinder sich amüsieren können. Und für die Großen, na klar, haben wir auch was zu bieten. Tanzvorführungen, wir haben Sportvereine mit dabei. Und als grünen Abschluss werden wir die Stunt-Crew Babelsberg hier haben, also ein Teil dieser Crew, die hier ihre Arbeit etwas uns näher bringen wird. Und ich kann nur so viel sagen, spektakuläre Vorführung hier mit uns gemeinsam vorführen wird. Und nun steht ja auch der Ludwigsfelder Seifenkisten-Cup kurz vor der Tür. Pfingsten, ja, richtig. Ist es soweit und die Jugendfeuerwehr ist da auch involviert. Ja? Richtig. Und zwar zu Pfingsten, wie Sie schon richtig sagten, wird hier also das Seifenkistenrennen durchgeführt und die Feuerwehr wird sich hiermit beteiligen. Da haben wir also die Möglichkeit bekommen, über den Förderverein eine solche Seifenkiste zu erwerben. Die wird momentan noch entsprechend gestaltet, dass man sie als Seifenkiste der Feuerwehr erkennen kann. Und die wird am 12. hier am Sonnabend dann entsprechend übergeben von offizieller Seite. Und der eine oder andere kann sich auch hier noch in die Rennliste eintragen. Wer also dort noch mitmachen möchte, hat hier die Möglichkeit, sich bei den Veranstaltern hier nochmal zu melden an diesem Tag. Also 12. Mai, jetzt brauchen wir noch die Uhrzeit. Wie immer ab 13 Uhr. Wir werden aber schon in den Vormittagsstunden ein Fahrzeugkorso durch Ludwigsfelde durchführen, über die Potsdamer Straße, so dass alle Ludwigsfelder nochmal mitbekommen, dass hier also am 12. ab 13 Uhr richtig Action bei der Feuerwehr angesagt ist. Vielen Dank für die Information und viel Erfolg am 12. Mai, 80 Jahre Löschzug Ludwigsfelde, Freiwillige Feuerwehr. Dankeschön. Ich bedanke mich.